Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Präsentier und zwar auch natürlich wieder mit dem, ja, schon wieder Miet, das gibt's doch gar nicht, neulich auch irgendwo in, wo waren das, Arkes? Auf jeden Fall auch wieder mit dem neuen Mikrofon und auch nun im neuen Jahr 2013, wow, voll besonders und so. Dann haben wir eigentlich auch schon bis auf die Infovideos alles mit dem neuen Mikro gemacht. Okay, das Weihnachtsspecial jetzt nicht unbedingt, aber das gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den kompletten Reihen, die wir machen wollen. Beziehungsweise Formate, die wir im Moment haben. Ne, ist auch egal. Auf jeden Fall. Willkommen zu einem neuen Let's Präsentier und zwar, ich muss vorab schon mal sagen, die Qualität wird wahrscheinlich wieder nicht so geil sein. Weil ich Fraps nach einer Viertelstunde probieren einfach nicht dazu bekommen habe, das Spiel aufzunehmen, so wie es zum Beispiel bei Swords and Sandals 2 der Fall war. Deswegen jetzt wieder mit diesem Windows Aero Desktop Option Gedöns und dann eben ein bisschen gecroppt. Aber ich habe rangezoomt, das heißt, ich hoffe, das wird dann nicht so schrecklich werden wie beim ersten Mal, aber das Wichtigste wird man wahrscheinlich schon sehen. Wir spielen heute Sinjit Shadow of the Warrior. Was das für ein Spiel ist, das werden wir gleich gemeinsam erfahren. Ich kenne es schon, deswegen habe ich es ja auch ausgesucht. Es ist ein Spiel von Move, Funzone und Infrarift. Ein RPG, rundenbasiert, bla bla, das werden wir gleich alles noch sehen. Hier ist das Intro, die Einleitung. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch durchlesen. Einfach auf Pause drücken, ist ja nicht schwierig. Vorausgesetzt, man kann es lesen auf YouTube, dann im endgültigen Video. Aber da es ja kein Let's Play ist, werden wir einfach mal nicht so viel Wert auf die Story legen, sondern eher auf das Gameplay. Und wie das ist, das werden wir gleich gemeinsam erfahren, nachdem wir das Intro angeguckt haben. Sinjit Shadow of the Warrior. Und wie man natürlich schon gesehen hat, das Spiel ist auf Englisch, wie die meisten Flash-Spiele eigentlich. Sollte aber kein allzu großes Problem darstellen, wenn man es spielt. Es gibt nicht unbedingt sehr viel, was man verstehen muss. Das meiste ist eigentlich, findet man schon durch Try and Error heraus, wenn man jetzt nicht unbedingt der größte Englisch-Crack ist. Nun ja. Wir sind also anscheinend Sinjit und müssen nun irgendwie kämpfen oder so. Ja, hier ist dann wieder Gedönse, das überspringen wir, weil kein Let's Play. Nun haben wir die Möglichkeit, unseren Charakter auszuwählen, ob es nun ein, ja, ausbalancierter Charakter sein soll. Ein Krieger, ein Zauberer oder ein Schatten-Ninja sozusagen. Der Krieger ist eher auf physischen Schaden ausgelegt, der Zauberer auf Magie und der Shadow-Ninja auf Geschwindigkeit und der Balancierte ganz normal, eher wie es halt so heißt, ist eben ausbalanciert. Überall gleich sozusagen. Kann natürlich jeder selbst für sich entscheiden.
wen man hier wählt, das hat mit Sicherheit auch irgendeine Auswirkung dann im Endeffekt auf die Spielweise und auf welche Skills man gehen sollte und so. Und wir wählen einfach mal den Krieger, weil Käsebrot. Nun sind wir hier und können mit den ganzen Leuten quatschen. Da es, wie gesagt, kein Let's Play ist, werden wir das Ganze nicht so umfangreich uns anschauen, sondern ich werde euch einfach nur mal geschwind die wichtigsten Orte zeigen, falls ihr selbst spielen wollt. Hier drüben haben wir einen alten Mann. Ich glaube, ja genau, Pfeiltasten oder wie ihr es seht, würde vielleicht auch gehen und Leertaste dann zum Interagieren. Hier können wir das Spiel speichern. Wir können uns ausruhen. Das füllt das ganze Mana, Leben und Energie wieder auf, aber man kann nur maximal 10 Mal sich ausruhen. Hier hat man einen kleinen Überblick, was man alles hat. Da können wir aber später nochmal drauf zurückkommen. Bei diesem netten Herrn hier können wir Leben und Mana oder beides wiederherstellen für einen bestimmten Betrag an Geld. Und dann gehen wir mal in diesen Tempel hier herein. Hier können wir uns Tränke kaufen für Leben oder für Mana oder beides, je nachdem wie viel Geld wir haben und was wir wollen. Hier können wir unsere Energie, Leben und Mana durch Essen auffüllen, wenn wir zum Beispiel keine Tränke haben oder nur ein bisschen auffüllen wollen. Oder auch zum Beispiel die Tränke nicht anwenden wollen. Das ist dann jedem selbst überlassen. Wir gehen das mal hier lang, genau. Hier können wir uns verschiedene Sachen kaufen. Da werden wir uns aber später nochmal genauer damit beschäftigen. Also es gibt quasi hier eine Waffe, eine Rüstung, ein Schild und ein Kopfschutz, und das kann man sich hier kaufen. Hier drüben kann man, wenn man nicht so viel Geld hat, wir demonstrieren das einfach mal, kann man sich hier ein bisschen weiße Blätter mitnehmen und die dann nach oben tragen. Dazu aber später, hier sind einfach nur betrunkene Ninjas, mit denen man sprechen kann. Hier kann man sich auch nochmal stärkere Waffen kaufen, genauso wie hier. Und hier ist die Bibliothek. Hier kann man sich 4 Bücher durchlesen. Das werden wir, weil kein Let's Play, auch überspringen. Übrigens kein Let's Play. Ich hatte Ende der Sommerferien oder so schon mal probiert, das aufzunehmen. Allerdings war die Videoaufnahme komplett am Arsch und hat nicht funktioniert. Und da hatte ich keine Lust, es nochmal zu machen. Deswegen machen wir es einfach hier im Let's Präsentieren. Das passt hier auch. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel und lohnt sich. Genau, bei dieser Dame können wir diese weißen Blätter abgeben und haben nun Medizin. Diese können wir unten für 3 Gold bei dem gleichen Typen verkaufen. Der hier ist langweilig und erzählt nichts Spielrelevantes, glaube ich. Jedenfalls nichts, was wir im Moment brauchen können. Hier können wir nochmal shoppen gehen. Hier ist das Monstertor mit 7 Leveln. Da werden wir im Let's Präsentieren nicht sehr weit kommen, weil die doch sehr stark sind. Hier kann man trainieren. Das ist hier alles erklärt. Werden wir auch noch einmal anspielen und dann nochmal genauer darauf eingehen. Das heißt, das lassen wir jetzt für den Moment erstmal. Hier drüben kommen wir noch nicht hinein. Erst müssen wir den Human Gateway vollständig kaputt hauen. Und das werden wir im Let's Präsentieren nicht hinkriegen, weil das dauert, das sind irgendwie 19 Level oder so. Apropos Human Gateway, erst verkaufen wir hier mal die Medizin. Hier auf Sell Item wird dann angezeigt, wie viel man kriegt. Wenn man ein bisschen knapp bei Kasse ist, kann man das ja mal machen. Und jetzt können wir noch hier nach links und da kommen wir zu eben diesem Human Gateway. Und da gehen wir jetzt mal rein und lernen das Kampfsystem kennen. Human Gateway Level 1. Hier links sind wir und rechts ist unser Gegner. Das Grüne ist das Leben. Das hier ist dann quasi die Rüstung. Dann können wir hier ganz normal angreifen. Lebenstrank benutzen, Mana-Trank benutzen. Hier ist unser Mana angezeigt. Und hier unsere Skills benutzen. Da wir aber dank dem Warrior, den wir gewählt haben, schon
diesen, ich glaube, Step heißt der Angriff, freigeschaltet haben, können wir diesen benutzen. Ansonsten müssen wir einen normalen Angriff machen. Aber, ich meine, wir haben ja 15 Mana. Steht hier, wie viel es kostet. Und deswegen benutzen wir den doch einfach mal. Und haben ihn die Rüstung weggehauen. Was diese Skills an sich bringen, das kann man auch nachschauen. Und zwar im Skill-Menü. Dazu kommen wir aber wahrscheinlich gleich. Vielleicht bekommen wir sogar schon direkt ein Level-Up durch das Besiegen dieses Gegners. Aber das werden wir gleich nachher herausfinden. Jetzt machen wir einfach mal einen normalen Angriff. Weil das Mana müssen wir nicht dafür verschwenden, für die drei Leben. Hier bekommen wir Gold und 30 Erfahrung, okay. Es war jetzt nicht sonderlich schwierig. Hier das Skill-Menü, da kommen wir gleich auch nochmal rein. Nach dem nächsten Kampf. Hier, Step benutzt oder verbraucht 15 Mana. 4 extra Schaden und eine kleine Beschreibung. Das überspringen wir einfach mal alles. Im Let's Play würden wir das natürlich vollkommen mitnehmen und alles anschauen, aber es ist ja, wie gesagt, kein Let's Play und wir wollen das Hauptaugenmerk einfach mal auf, oh, der ist stark, auf das Spiel legen, ohne großen Wert auf die Story zu legen. Und ich glaube, das werde ich sicher noch einige Male erwähnen. Jetzt haben wir ein Level Up, kriegen 5 Mana, 5 Leben und 3 Energie dazu. Nun können wir ein Attribut auswählen, das wir erhöhen wollen. Also Stärke, Geschwindigkeit, Leben oder Mana. Wir wählen die Stärke. Diese hat übrigens auch noch einen weiteren, wie sagt man, eine weitere Auswirkung quasi. Und da werden wir noch einmal darauf zu sprechen zu kommen. Doch nun zum Skill-Menü. Links ist die physische Abteilung sozusagen und rechts die magische Abteilung. Das braucht allerdings alles Mana, wie man sehen kann. Ich glaube, hier rechts ein bisschen mehr als links. Also wenn man den Magier gewählt hat, sollte man hier erstmal skillen und wir als Krieger wählen den linken Baum. Dann haben wir die Wahl zwischen den Wurfsternen, die magischen Schaden machen. Genau, hier macht auch alles magischen Schaden und hier einfach nur extra Schaden, je nachdem, was für eine Waffe wir haben. Da werden wir uns gleich auch nochmal etwas anschauen. Dann könnten wir hier unseren Step erhöhen. Dann machen wir 4 extra Schaden, aber das lassen wir einfach mal. Oder wir machen den Double Strike. Da machen wir, greifen wir eben zweimal an und wie sagt man das auf Deutsch, teilen quasi in Prozent extra Schaden aus, je nachdem, wie viel Schaden wir normalerweise machen. Im Moment sind das, oder wären das dann nur 60%, aber wenn man den dann hochlevelt, dann wird das natürlich sicher über 100% gehen. Oder wir machen einen Speed Strike, der ist eher was für Ninjas, denn der dealt, je nachdem, wie viel Speed man hat, extra Schaden. Beim ersten Level wäre das 60% des Speed Levels. Kommt denn dazu? Wir wählen einfach mal hier diesen Double Strike und werden nun einmal zum Laden gehen und schauen, ob wir eventuell schon mal eine bessere Waffe kaufen können, weil unsere jetzige Waffe, dieses kleine Eisenmesser mit physischem Schaden 5, das bringt's nicht sonderlich. Er kann einfach mal kurz gucken, wie viel es bringt, wenn wir es verkaufen. 7. Das heißt, wir haben quasi 158. Könnten wir uns ja etwas kaufen. Hier sieht man auch Strength Required to Carry. 16, wenn man zum Beispiel den Magier gewählt hat. Dann wird die Stärke höchstwahrscheinlich etwas niedriger sein. Und dann kann man diese schwere Klinge zum Beispiel noch nicht kaufen. Aber da wir ja den Krieger gewählt haben, können wir das. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel, wie gesagt, diese schwere Klinge kaufen, die macht 16 Schaden. Oder zum Beispiel diese Axt, die macht nur 11 Schaden, aber wenn der Gegner noch ein Schild hat, machen wir 5 Schaden mehr. Oder ein Silbermesser, das macht 10 Schaden. Wir haben im Moment 5 Schaden. Dann nehmen wir einfach mal diese schwere Klinge und verkaufen unsere alte Waffe. Nun können wir uns hier eine Rüstung, ein Schild kaufen.
Handblade vielleicht. Shield Physical Defense 50 und Hitpoints 60. Also 60 wird dann quasi, wenn wir das haben, angezeigt. Und hat eben 50 Verteidigung. Hier würden zum Beispiel, hat es 15 Verteidigung und da wird 50 angezeigt. Muss man auch je nachdem entscheiden, was man haben will und was nicht. Aber generell kann man natürlich danach gehen, was teurer ist, ist besser. Ist ja so gut wie jedem RPG so. Ja gut, ich glaube, die müssen wir uns gar nicht erst anschauen. Hier 10, 25, 50, 60, 20, 40, 65. Das ist in jedem besser, sind alles die gleichen. Holen wir uns hier dieses Handblade. Und begeben uns einfach nochmal ins Human Gateway. Weil wir, ja, weil wir es können, kann man so sagen. Level 3. Gegen einen Raider. Und nun sind wir eigentlich auch quasi so weit, dass wir immer das Gleiche machen. Also kämpfen, neue Sachen kaufen, Tränke nachfüllen und wieder kämpfen sozusagen. Und man kann schon sagen, dass das Ganze einiges an Spaß macht. Vor allem, weil man sich auch bestimmte Strategien zusammenlegen kann. Zum Beispiel eine wichtige Sache zu wissen ist, oder meiner Meinung nach jedenfalls, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Double Strike benutzen würden, dann kostet er 20 Mana. Dann greifen wir einmal an und sagen, wir hauen dem 14 Schild weg. Dann hat er noch ein Schild und der zweite Angriff geht dann nochmal auf das Schild. Die überschüssigen Schadenspunkte gehen aber nicht aufs Leben. Das heißt, wir machen lieber einen normalen Angriff und hauen den Schild komplett weg, als dass wir dann eben nur zweimal den Schild angreifen und nicht das Leben treffen. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich erklärt. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt mit dem Double Strike in diesem Moment nicht genug Schaden gemacht hätten, das weiß ich nicht. Aber ist ein Beispiel. Muss man auch immer für sich entscheiden, welchen Skill man benutzt und ob es sich auch lohnt, das entsprechende Mana anzuwenden. Jetzt machen wir zum Beispiel einen normalen Angriff und hauen 38 weg. Und man kann natürlich auch von Gegnern, die man besiegt, bestimmte Items bekommen, die man dann anwenden kann. Nein, dieses Item werden wir sofort verkaufen. In der Regel hat man eh bessere Waffen, als man bekommt. Aber jetzt haben wir zum Beispiel 72 und können uns einen Kopfarmband kaufen. Oder wir gucken einfach mal oben nach, weil da gibt es bessere Waffen als hier unten. Allerdings kosten die natürlich auch mehr. Ja, da kommen wir erst später hin und hier können wir uns ein gescheites Band kaufen vielleicht. Oder wir sparen einfach noch ein bisschen. Was bringt das denn alles? Physical Defense, Elemental Defense, Bonus Mana. Muss man dann alles vergleichen miteinander? 766. Nee, das ist eher was für Magier. Physical Damage, Physical Defense, das ist gut. Kostet aber auch ein bisschen. Speed. Bonus Mana. Nee, dann sparen wir auf dieses Powerband. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Level im Dings schaffen. Und Mana nachfüllen, ja gut. Wir können ja mal gucken, wie viel das Mana nachfüllen kostet. 5, ja, dann hauen wir das einmal komplett voll. Für 5 Gold, das kriegen wir ja schnell wieder rein. Wenn wir es nicht durch den Human Gateway, durchs Gegner besiegen, reinbekommen würden, oh, dann spätestens, indem wir zwei von diesen Medizinen an den Medizinflaschen an den Typen verkauft haben. Nun haben wir schon mal zwei Gegner, das gibt's nämlich auch, und einfach mit der Maus draufklicken kann man entscheiden, wen man angreift. Wir widmen uns erstmal diesem Banditen, weil er weniger Leben hat. Ist besser, als wenn wir den einen schnell raushauen, als dass wir, dann haben wir nur noch einen Gegner,
dann kriegen wir natürlich auch weniger Schaden reingedrückt, als wenn wir zwei haben. Weil die natürlich auch zweimal angreifen können, ist ja klar, ne? Oh, das war aber knapp. Das ist zum Beispiel wieder so eine Situation, wenn wir den Double Strike benutzen, dann greifen wir den wahrscheinlich zweimal an und dann verschwenden wir einen Schlag. Also greifen wir normal an. Und jetzt einfach mal ein Step in der Hoffnung, dass es genau... Oh! Der hat aber viel Schaden. Dass wir den Schild kaputt hauen. Ich glaube, der will mich verarschen. Der macht wie viel Schaden? 7. Mit dem normalen Angriff. Na, das ist ja auf jeden Fall viel. Sehr gut. Ein Level Up. Und wir... Ja, gut. Einfach mal die Stärke. Das ist immer eine gute Investition. Mit unserem Skillpunkt könnten wir... Enemy... Aha, okay. Also, extra Schaden, je nachdem, wie viel Stärke wir haben. Das wäre in unserem Fall sehr praktisch. Allerdings ist die Genauigkeit etwas decreased. Also, runtergesetzt quasi. Es trifft, wird nicht so oft treffen. Doch, ich mag es. Stellt sich gerade die Frage, wenn wir Speed leveln, steigt dann auch die Genauigkeit, die Trefferquote, die Trefferwahrscheinlichkeit. Wir haben genug Geld für das Power-Armband. Stirnband ist ja kein Armband. Es wird ja an die Stirn gemacht und nicht an Arm. Das sollte einigermaßen deutlich sein, dass das kein Armband ist, sondern ein Stirnband. Jedenfalls haben wir genug Geld dafür und das werden wir uns natürlich direkt kaufen. Denn meiner Meinung nach lohnt es sich. Und nun wieder nach unten. Wie man merkt, die Energie sinkt auch, wenn man hier ganz normal rumläuft. Die hat auch noch eine weitere Bedeutung. Dazu kommen wir aber später. Oh, der hat aber einen tollen Schild. Auf jeden Fall, wenn die Energie auf Null gesunken ist, dann kann es, oder dann, ja, okay, was heißt, dann kann es passieren, dann passiert es, dass, das war so eine Situation, wie ich vorhin gemeint habe, mit dem Schild, dann passiert es, dass Mana und Leben gesenkt wird. Und wenn es dementsprechend auf Null ist, dann, wird man wahrscheinlich sterben. Beziehungsweise, wenn es überhaupt auf 0 geht, da bin ich mir gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass bei 1 aufhört. Aber auf jeden Fall hat es einen Nachteil, wenn man dann in den Kampf geht, hat man natürlich nur ein Leben und wird nicht sehr weit kommen. Beziehungsweise man muss Geld opfern, um Ding. Um sich das Leben wieder aufzufüllen. Und man läuft auch viel langsamer. Nee, ich glaube, die haben alle irgendwelche Messi-Probleme, dass die da so komisches Zeug droppen. Naja, gut, wir füllen unser Zeug einfach mal geschwind auf. 40. So, ich glaube, es war die billigste Methode. Wir sparen das Geld einfach mal auf eine Rüstung von den auf der mittleren Ebene. Oh, ein Magier. Das war natürlich lustig. Zumal die sich auch des Öfteren heilen. Genau, das meinte ich. Natürlich auch praktisch, wenn die noch kein Leben verloren haben. Aber es ist nervig, wenn man ihnen schon so viel Leben reingedrückt hat, dass sie fast tot sind. Und dann kommen die und heilen sich wieder komplett voll. Das ist immer ziemlich ätzend. Aber ich glaube, wir müssten mehr Schaden machen, als sie sich heilen kann. Ja. Dann ist alles nur eine Frage der Zeit.
Wir können natürlich auch einen Heilskill erwerben. Doch dazu müssen wir natürlich einen bestimmten Pfad entlang gehen. Und wir werden natürlich versuchen, schnellstmöglich auf diesen Heilskill zu kommen, weil wir den brauchen werden, das weiß ich. Sollten wir wirklich mal hinskillen, oder? Na, machen wir nochmal einen Kampf und leveln wahrscheinlich. Aber wir erstmal nochmal alles auffüllen. Oder wie viel brauchen wir? 60 Erfahrung. Haben wir 40 bekommen? Ja, doch, könnte passen, dass wir nach diesem Kampf ein Level-Up haben. Ja, wenn wir zwei Gegner haben, auf jeden Fall. Vorausgesetzt, wir gewinnen natürlich auch. Geben erstmal wieder auf den Raider, auf den Schwachen. Da. Ah, das ist ätzend. Vor allem, weil es auch Mana verbraucht dann. Wenigstens hauen wir den Schild mit einem Schlag weg. Es kann natürlich auch sein, dass wir, wenn wir den Doppelschlag benutzt hätten, mehr Schaden gemacht hätten als mit dem lilanen hier, weil wir zweimal angreifen. Aber sollte man dann zum Beispiel den lilanen Skill weiterleveln, dann wird sich das natürlich ändern. Muss man, wie gesagt, selbst entscheiden, was man mag und was nicht. Und dann natürlich auch darauf achten, ob sich auch strategisch lohnt, ob das dann auch eine gute Entscheidung ist, dementsprechend zu leveln. Und das dann auch durchziehen wahrscheinlich. Das wäre sicher auch praktisch. Aber so wie ich es im Moment einschätze, hier der mit seinen 4 Schaden, das wird was, das schaffen wir. Und 8 mit dem Step, wir haben auch noch Heiltränke, also das passt. Ja, genau, genug für Level Up. Nochmal auf Stärke. Und jetzt gucken wir mal. Hier. Das beides müssen wir Dingsen müssen wir bekommen. Und dazu müssen wir diesen Skill holen. Wir brauchen, um hier weiter zu leveln, Level 5 und dann Level 10 und so. Deswegen können wir die Skillpunkte mal hier weiter investieren. Auch wenn wir die speziellen Skills dann nicht benutzen werden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen skeptisch, ob das Geld für eine gescheite Rüstung reicht. Was hat die denn hier eigentlich? 20 Physical Defense und 10 Magieverteidigung. 20, 10. Weil hier gibt es immer ein paar gute. Hier haben wir Magie, Schaden. 10, 30, 20, 10. Das ist eher was für Magier. 30, 15. Ja, die Metallrüstung, da gehen wir drauf. Die wollen wir haben. Dazu brauchen wir aber noch 45 Geld. Und wir haben noch keine Rüstung zum Verkaufen. Deswegen machen wir erst nochmal einen Kampf, dann haben wir das auch. Außerdem braucht man natürlich auch die Erfahrung. Und so schwierig sind die Kämpfe wirklich noch nicht. Aber sie werden immer nerviger. Vor allem durch diesen Heilskill, den die Gegner haben und wir noch nicht. Aber nur gut. Sowas ist auch ätzend, wenn man den Schild angreift und der dann nur noch ganz wenig Punkte übrig hat und noch nicht kaputt ist. Weil das verschlingt dann noch einen Angriff. Oh, der macht viel Schaden. Dann werden wir wahrscheinlich einen Trank trinken müssen. Wenn er normal angreift. Ja, 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 ja. Es halt immer 80. So ein Trank. Natürlich auch wieder ein weiterer Grund, den Heilskill zu benutzen.
weil man den auch hochleveln kann, dass er dann irgendwann mehr heilt als der Trank. Ja, okay, das muss man uns nicht heilen, weil der ist jetzt kaputt. Sehr gut. Und wir haben genug Geld für die Rüstung. Das freut mein altes Herz. Und es bleibt sogar auch noch genug übrig, um uns beim alten Mann vollheilen zu lassen. Zur Not haben wir ja immer noch diese Rest-Option, uns auszuruhen bei dem anderen alten Mann. So, jetzt haben wir erstmal schön viel Verteidigung. Damit werden wir sicher weit kommen. So. Da können wir für 20. Ist halt auf beides dann 15 zusammen. Bisschen schwierig zu sagen, ob sich das lohnt, ne? Will ich jetzt gerade auch gar nicht ausrechnen. Machen wir es einfach mal. Oh. Ja, das war natürlich auch eine super. Nee, hätten wir uns andere nehmen sollen. Jetzt kann man uns hier, das ist hauptsächlich, um Energie wiederherzustellen. Da kaufe ich mir meistens das Wasser, weil das sehr billig ist und ausgeglichen. So, jetzt, gehen wir einfach weiter in den Human Gateway. Oh, das wird lustig. Weil ich glaube, der hat eine gute Geschwindigkeit und da werden wir nicht sehr oft treffen. Genau das meine ich. Und da jetzt hier den Angriff zu benutzen, das wäre natürlich auch sehr idiotisch, weil der Angriff an sich ja schon nicht so oft trifft. Machen wir lieber mal diesen Doppelangriff. Haben wir zweimal die Möglichkeit zu treffen, glaube ich. Ja. Das wird viele Tränke verschlingen, das weiß ich doch jetzt schon. Solange er sich nicht selbst heilt. Na, ich habe schon wieder keine Lust dazu. Na, ein Treffer noch und dann müssen wir es eigentlich auch haben. Obwohl ein Treffer natürlich auch utopisch ist, ne? Na komm, das wird doch nicht so schwierig sein. Na also. Okay, dann müssen wir uns wieder heilen gehen. Das machen wir es aber nochmal so. Und so. Es waren jetzt... Warte, 10? Na, 30, oder? Naja, ist egal. Wir haben ja die Möglichkeit, Geld zusammen zu farmen. Da sollte es kein so schwieriges Problem sein. Ein Magier und ein Krieger. Das ist natürlich vortrefflich. Da frage ich mich gerade wirklich, ob wir vielleicht zuerst auf den Warrior gehen sollten. Weil der sich immer voll heilt und dementsprechend sogar länger brauchen kann, bis wir den kaputt haben. Da heilt sie 44. Das ist viel. Ja, den gehen wir zuerst hier drauf. Ja. Der hat natürlich auch so einen krassen Schild. Na gut. Wenigstens machen sie nicht so viel Schaden bei uns. So, 10 im Durchschnitt. Oh, ein bisschen mehr, wenn der steppt. Aber es müsste noch reichen, beim nächsten heilen wir uns wieder. Okay. Wie viel Schaden machen wir bei dem eigentlich? 54. Das sind noch 3 Angriffe.
Vorausgesetzt natürlich alle treffen, ist ja klar. Aber ich bin zuversichtlich. Ja. Der Krieger macht eh viel mehr Schaden als der Magier. Da passt das. Wie viel Schaden machen wir bei dem? Oh Gott. Und der heilt sich immer 44. Das kann dann natürlich dementsprechend dauern. Aber er heilt sich auch nicht immer. Das ist auch vortrefflich. Immerhin machen wir auf jeden Fall mehr Schaden, als er heilt. Wenn auch nur minimal. Aber ist ja immerhin etwas, ne? Zwei Treffer. Und tschüss. Wow. Oh, Level 5 kriegen wir einen Bonus-Skill-Punkt dazu. Und hier Stärke und Speed wird auch ein bisschen gelevelt. Und wir machen nochmal Stärke. Jetzt könnten wir hier physischen Schaden um 5 erhöhen. Als passive Fähigkeit, das hier ist was. Geschwindigkeit erhöhen und das ist magischen Schaden. Machen wir aber erstmal hier, dass wir dann hier Mana können wir uns jetzt auch noch heilen. Das ist gut. Das werden wir auch noch weiter leveln, weil ich meine, angenommen wir haben kein Mana mehr, heilen uns damit 25 und dann müssen wir uns damit heilen. Und es kostet 15, haben wir quasi noch 10 Mana übrig und damit kommen wir nicht weit. Das müssen wir mindestens irgendwie auf 100 Mana oder so bringen, dass es sich dann auch wirklich lohnt. Aber das geht ja relativ schnell. Sind ja nur 2 Level oder so, oder, okay, ich glaube auf Level 4 müssen wir den bringen. Und dann können wir auch schon 100 heilen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Also geht relativ schnell, ne? Jetzt holen wir uns aber erstmal wieder eine gescheite Waffe. Oder auch nicht, wenn ich mir die Preise hier so anschaue. Was haben wir denn gerade? 16 physischen Schaden. 18, na gut. 24. Und 7 Schildschaden. Und das ist so ein großer Preisunterschied. Ja, okay, meinetwegen. Shieldbreaker. 17 Schaden, 40 Schilde, okay. Schilde sind auch relativ schnell weg im Vergleich zu dem Leben, was die meisten haben. Außer, ich glaube, bei einem Kampf, der kann man den ganz gut gebrauchen, weil der einen Gegner irgendwie 700 Schilde oder so hat. Blaze Edge. 20. Ja, nee, das ist eher was für Magier. Ja, was für Magier. Genauso wie das hier. Nehmen wir das Katana, das können wir uns sogar leisten. Und vielleicht noch einen neuen Schild. Wir haben hier 50, 60. 35, 80. 80, 75. Ah, okay, dann gehen wir lieber auf die Claw, auf die Klaue, da. Kostet ja auch nicht so viel im Vergleich. Jetzt werden wir aber erstmal nach oben gehen, weil wir das natürlich auch mitnehmen wollen. Und zwar gehen wir erstmal in das Training. Hier ist das alles erklärt auf Englisch, aber ich mache es jetzt mal auf Deutsch. Und zwar können wir hier wählen zwischen leicht, medium und hart. Der Unterschied ist natürlich ganz klar, das leichte Training ist einfacher als das harte. Und hier beim leichten Training brauchen wir zwei Energie pro Treffer, den wir auf den Gegner machen und bekommen für jeden Treffer 3 Erfahrung. Beim mittleren Training sind es 3 Energie und 5 Erfahrung und wir brauchen, oder der vorgeschlagene Level ist Level 5 oder höher. Und beim fortgeschrittenen Training, beim harten, ist es eben 10 Energie und 20 Erfahrung. Man merkt natürlich hier, das ist das Doppelte und da ist es immer nur hier 1 höher und da 2 höher. Also im Endgame sollte man schon das harte Training benutzen. Wir sind Level 5 und gehen einfach mal ins leichte Training. Dann können wir gleich noch ins mittlere wechseln vielleicht. Und jetzt geht es quasi darum, dieses Schild umzuhauen. Wenn es umgehauen ist, dann beenden wir das Training und bekommen die Erfahrung, die denn hier steht. Ah, ja genau, ich glaube, da habe ich mir im Endgame auch
wenn man wirklich leveln muss, hier im, oh Gott, die Musik, kann ich gleich erzählen, Machen wir erstmal hier den normalen Hiebangriff hier. Und das Schild haut sehr schnell den Schild weg. Also hier die Wand haut eben den Schild weg und heilt sich immer 300. Also quasi immer voll. Und wenn wir den Schild weggehauen haben, dann bekommen wir doppelte Erfahrung. Da eignen sich jetzt auch hier dieses Skills sehr, weil wir wollen, beim nächsten Treffer würden wir das Schild ja umhauen. Und dann würden wir die Erfahrung kriegen, aber wir haben noch so viel Energie übrig. Da können wir auch noch ein bisschen Erfahrung gebrauchen. Warten wir erstmal, bis es sich geheilt hat. Und da habe ich mir im Endgame eben eine schwache Waffe gekauft. Ganz einfach, weil ich dann nicht so viel Schaden gemacht habe und eben öfter draufhauen konnte, ohne mich voll zu heilen und zu warten, bis es sich selbst heilt. Das ging dann im Endeffekt schneller und ich glaube, okay, wenn es ein Let's Play wäre, würden wir das auch machen. Aber es ist ja, wie gesagt, ein Let's Präsentier und da lassen wir das einfach mal, weil es einfach zu lange dauern würde und wir lieber doch ein bisschen mehr vom Spiel mitnehmen wollen. Müssen wir mal überlegen, wie weit wir denn hier gehen. Und ich würde sagen, wir hauen es einfach mal weg und wechseln dann nochmal ins mittlere Training. Weil das hier ist ja nicht sonderlich spannend. Hier macht das Schild auch mehr Schaden und hat auch mehr Rüstung und mehr Leben. Und wir können es anscheinend doch verfehlen. Aber heilt sie natürlich immer noch 300. Aber wir werden keine Tränke oder so einsetzen. Dafür ist mir das Geld zu schade, ehrlich gesagt. Jetzt hauen wir erstmal das Schild weg. Da wäre natürlich der Lebensheil-Skill sehr praktisch. Na, das ist manchmal komisch, wenn man angreift und dann macht der Computer auch einen Angriff. Und dann führt man seinen eigenen nicht aus. Das ist Oh. Oh. So viel dazu. ja, mein Fehler. Aber na gut. Dann gehen wir uns nochmal voll heilen und dann wieder in Human Gateway wahrscheinlich. Erstmal holen wir uns hier ein bisschen Energie. 5, 20, 15. Das nehmen wir mal die Sushi-Rollen. Und dann zum alten weisen Mann. Oh, und jetzt schon wieder zwei. Wen hauen wir denn zuerst weg? Das ist ja wieder so ein schneller. Das ist eine gute Frage, wen wir zuerst weghauen werden. Nehmen wir einfach mal. Wenn wir den. Na, den werden wir nicht so oft treffen. Ich glaube, wir gehen trotzdem mal zuerst auf den. Und machen den Doppelangriff. Ja, das wird wieder sehr lustig. Kann sein, dass sie viel Schaden machen. 12? 17. Oh, das sind fast 30. Gut, das Schild von ihm ist weg. Oh, das war ein guter Angriff. Das ist so gut. Beide getroffen. Wir müssen uns heilen. Und wir brauchen schnell den Heilskill. Aber beim nächsten Level-Up kann man sich den ja dann leisten. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Ein
Schaden auf dem Schild. Das ist recht ordentlich. Das ist die Sache, wenn der Skill noch nicht so hoch gelevelt ist, dass man da immer einen Zug braucht, um dann nochmal Mana nachzufüllen, wenn man keinen Trank trinken will. Apropos, gehen die mal auf Nummer sicher. Der macht 48, halt. Ja, okay, kann man es auch so machen. Er kommt im Endeffekt aufs gleiche drauf raus, außer dass wir eventuell uns nochmal heilen müssen. Obwohl, wir machen eigentlich fast genauso viel Schaden als mit dem Sprungangriff. Ja, machen wir es lieber so. Und da ist er weg. Und wir haben ein neues Item bekommen, sehr gut. Oh, das war knapp. Ja, hätten wir lieber noch ein bisschen trainiert. Physischen schon 13. Ach, ich glaube nicht, nein. Wenn wir Glück haben, können wir das für genug Geld verkaufen. Ja, es reicht für das neue Schild, aber wir können uns ja nicht mehr hochheilen. Ja, egal, dann nehmen wir einfach ein bisschen Medizin mit. Dann haben wir auch genug Geld, um es bei dem alten Mann, um uns bei dem alten Mann wieder voll heilen zu lassen. Ja, und, ja, okay, wir hätten auch einfach ein Ding benutzen können, ein Rest. Und dann hätte ich es auch gehabt. Hier. 400. Ah ja, genau, das verkaufen wir auch, stimmt. Das hätten ja vorher drauf kommen können. Ja, ich meine, wenn wir jetzt die Blätter schon mal dabei haben, kann man sie auch zur Medizin machen. Lassen. Danke sehr. Und dann geht's wieder zurück. Hui. Ja, müssen wir hin. Die anderen nehmen das ja, glaube ich, nicht, oder? Das probieren wir gleich mal aus mit der Flasche, die übrig bleibt. Ob die auch nehmen? Nee. Hätte mich auch gewundert irgendwie. Okay. Dann zum alten Mann und uns voll heilen, ja. So weit waren wir ja schon. Ja, komm, ist egal. Oh, okay, eigentlich hätten wir uns das Geld auch sparen können. Aber wir gehen jetzt einfach mal kurz zum Schild, ins Training und holen uns ein Level ab. Und wenn wir ein Level ab haben, werden wir eh wieder voll aufgefüllt in den Sachen Mana und Leben und so. Aber ich glaube, wir brauchen 15 Erfahrung, kann das sein? Habe ich mir gerade gar nicht gemerkt. Diesmal achten wir natürlich auch drauf, dass wir nicht drauf gehen. Ja, normaler Angriff. Können wir natürlich auch aufhören, aber ich meine, wir kriegen jeden Level ab. Und da können wir auch noch ein bisschen Leben sozusagen und Energie investieren. Obwohl, na, sich das Let's präsentiert ja auch schon langsam wieder dem Ende neigt. Ende zu neigt, oder? Naja, ja. Jetzt will ich gerade diesen Schild da kaputt hauen. Dass wir doppelte Waffen kriegen. Also. 40. Dann jetzt 50. Yay. Aber es verbraucht immer noch. Oh. Genug. Gleich wieder Energie. Naja, egal. Gehen wir mal auf Speed. Und jetzt holen wir uns den Lebensheil-Skill. Den muss man natürlich auch noch leveln. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, solltet ihr den auch leveln. Damit ihr nicht irgendwie 100 Mal da drauf drücken müsst, um euch zu heilen, sondern eben auch einmal voll heilen könnt mit einem Mal.
irgendwie, keine Ahnung, auch Level 4 oder so, da sind sie irgendwie auf 80 und dann passt es meistens auch. Und jetzt, meine Freunde, gehen wir mal in das Monsterportal, denn das müssen wir natürlich auch mitnehmen. Hier sind die Gegner definitiv stärker und meistens auch ätzender. Erstmal hier auf diese komische Wespe drauf. Der hat kein Schild, das ist auch ganz praktisch manchmal. Aber blöd, wenn man zum Beispiel sich die Axt gekauft hat und die dann mit reinnimmt. Und das sollte man auf jeden Fall nicht verzagen, wenn man da mal drauf geht hier. Weil das kann des Öfteren passieren, weil die Gegner auch wirklich stark sind. Wie viel brauchen die? 15, ne? Ja, dann heilen wir mal ganz kurz. Einfach, weil wir es können. Uns arg viel Schaden macht die Wespe auf jeden Fall nicht. Die haben wir ja gleich schon kaputt gehauen. So eine schwache Wespe. Aber gibt es schöne Erfahrung und Geld. Und ja, was hast denn du Schönes eigentlich? Oh. Das ist, das hier müsste für Magier sein. Ja, genau. Und das, Physical, hä? Das ist Damage Defense. Damage. Was haben wir denn da? Physical Damage 13, Physical Defense 12, Magie Defense 3. 8. 15, 10, 12, 3. Wir haben ein bisschen weniger Schaden, aber wir haben ein bisschen mehr Verteidigung. Das sind 5 Unterschied. Ja, doch, kaufen wir uns einfach mal. Ganz einfach, weil wir es können. Und nu. Human Gateway noch einmal. Ach nee, erst natürlich. Natürlich erst voll heilen. Ist ja klar, so. Wir sind jetzt mal ein bisschen spendabel. Arg viel werden wir eh nicht mehr machen. Oh, ein Agent. Der hat die ganze Zeit einen Angriff, glaube ich. Den hätte ich auch ganz gerne, aber den gibt es leider nicht für mich. Oder für uns. Nicht der. Oh, das war ein anderer. Irgendwie auch so ein brauner im Umhang. Da weiß ich nicht auswendig. Ist ja auch egal. Lieber mal 15... Genau, der. Der Angriff. Den finde ich irgendwie voll toll. Ja, lieber mal 15 hier in Petto behalten, dass wir uns nochmal heilen können, falls die... Oh, wir haben gar keine Tränke mehr. Ja, da sollten wir auf jeden Fall 15 in der Hinterhand behalten. 15 Mana. Hatte sich gerade geheilt? Ich habe nicht drauf geachtet. Weil der heilt sie ja wahrscheinlich. Und dann um einen bestimmten Betrag und wir müssen ja mehr Schaden machen, als er sich heilt. Aber na gut. Wir hauen den jetzt eh weg. Wäre lustig geworden, wenn wir jetzt verfehlt hätten und dann, Dings. Und so. So, jetzt, machen wir lieber mal hier hoch. Und nu gehen wir einfach nochmal ins Monstertor. Vielleicht schaffen wir ja den nächsten Kampf da schon mal. Das gilt es herauszufinden, meine Freunde. Oh, ein Untoter. Der hat aber viel Leben. Und macht sicher viel, auch viel Leben weg. Jedenfalls zum Glück nicht so viel bei unserem Schild. Das ist praktisch. Da haben wir ein bisschen Zeit. Und können selbst Damage dealen. Oh.
Na egal, machen wir einen normalen Angriff, das wird schon passen. Obwohl ich gerade ein bisschen skeptisch bin, beim zweiten Angriff hat er unser Schild weggehauen. Und dann geht's ans Leben und wir haben dann lieber die Hälfte weggeholt von ihm. 29. Okay, ich dachte, das war eher so im Schnitt 30, aber ist ja eher so 25. Kann man nochmal einen Angriff machen? Er hat ja, so wie es aussieht, nur diesen einen Angriff. Oh, wir heilen 29, das ist... Tja. Und so, dann würde ich mal sagen, aus dramaturgischen Gründen werden wir hier unterbrechen. Wer wissen will, wie dieser Kampf ausgehen wird, der darf sich sehr gerne das Spiel selbst anschauen und es spielen. Wo ihr es unter anderem spielen könnt, das ist auch auf diversen anderen Seiten vertreten. Ein Beispiel davon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und bis dahin, ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Let's Präsentier oder nächstes Let's Play, sogar ein Infovideo oder eine weitere Story sollte diesen Monat kommen. Wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann. Und was ich noch sagen wollte eigentlich, da hatte ich mir vor dem Aufnehmen was zurechtgelegt und das hatte ich natürlich vergessen. Ach ja. Es ist ja heute Sonntag. Der Sonntag vor der Schule, bevor es wieder losgeht, ne? Und ihr seht ja wahrscheinlich an dem Montag, an dem die Schule losgeht. Also nehme ich quasi gestern auf. Und ihr seht es morgen. Vorausgesetzt, ihr seht es am Release-Datum. Und da wollte ich sagen, ein bisschen Niveau für den Anfang der Woche ist sicher praktisch. Und wenn ihr ein bisschen mehr Niveau in euer Leben bringen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Oder auch nicht, ist mir vollkommen egal. Bis dann.